Ja, wir haben über die möglichen Schäden schon gesprochen, da gehe ich jetzt mal ein bisschen schneller drüber. Ja, und das nächste Problem, jetzt kommt die grüne Politik, ja, die Masken, wo kommen die denn nachher hin? Ja, die kommen in den Müll, logisch, das ist ja, sind Einmalpartikel, Wegwerfpartikel, nichts damit Recycling und so, ja, das ist richtig Müll und das haben sogar die Mainstream-Medien erkannt, hier eine Sendung aus dem ZDF. Jede Minute machen wir 3 Millionen Masken zu Müll. 10.02.22. Ja? Also, haben wir ja alles nicht gewusst. Gell? Haben wir ja alles nicht gewusst. Jeden Monat werden weltweit 129 Milliarden Atemschutzmasken weggeworfen. Naja, und dann schauen wir uns nochmal an, was ist denn das, was das Zeug da ist? Ja? Aus was sind denn diese Masken? Die sind aus Meltblown Polypropylen. Bei 250 Grad Celsius werden diese Fasern sozusagen gesprüht und pro Tonne von diesem Kunststoff werden 2 Tonnen CO2 produziert. Ganz wichtig, ja, für unsere lieben grünen Pappenheimer hier. Dann wandern die natürlich als Plastikmüll in Wald und Flur. Das ist ja auch Ziel grüner Politik. Und wir haben dann eine Umweltbelastung durch Mikroplastik. Das kommt dann ins Grundwasser und in die Gewässer und dann im Meer und dann kommt es in die Nahrungskette. Und das ist ja alles so gesund, gell? Deswegen braucht man das unbedingt. Und ja, und wenn wir die Masken dann verbrennen, dann produzieren sie nochmal 2,7 Tonnen CO2 pro Tonne. Also das ist tatsächlich ein besonders umweltverträgliches Produkt. Ja, und deswegen verbrennen wir die jetzt auch gleich ungebraucht. Gell? Der Bund will 755 Millionen Corona-Masken verbrennen, weil das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Mainstream, ja, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Masken sind nur in Hochrisikosituationen sinnvoll, zum Selbstschutz des Trägers. Fürs Dauertragen gibt es keinen Nutzennachweis. Es kann auch gesundheitsschädlich sein und es produziert Unmengen an Plastikmüll und kostet uns Milliarden.